Wenn ich normalerweise über schreckliche Momente in Videospielen rede, dann ist es meistens etwas, was vom Spiel selbst die Ursache ist. Sei es unfaire Bosse, ein nerviges Level oder Nebenquests, was die meisten Leute gar nicht erst anfassen. Doch manchmal kann es passieren, dass die Ursache nicht das Spiel ist, sondern die Leute, die du im Spiel triffst. In anderen Worten, toxische Spieler. Toxische Spieler kannst du praktisch gesehen in jedem Online-Spiel finden. Und jeder hat zumindest einen davon getroffen. Es gibt jedoch bestimmte Online-Spiele, wo es häufiger auffällt. Um ein Beispiel zu nennen, in 100% Orange Juice muss man richtig lange suchen, bis man tatsächlich jemanden findet, der dich trash-talkt. Währenddessen man in Overwatch sehr schnell auf Leute treffen kann, die bei der kleinsten Aktion gleich dir an die Kehle gehen wollen. Overwatch. Es gab mal Zeiten, wo ich dieses Spiel geradezu gesuchtet habe. Es gab mal eine Zeit, wo Blizzard als eines der besten Spielentwickler betrachtet wurde. Besonders in meiner Jugend. Was ist bloß noch aus dir geworden? Jedenfalls, ich denke, es ist eine sehr gute Idee, Overwatch für den Rest des Videos als Beispiel zu benutzen, da ich mit diesem Spiel mehr vertraut bin als andere Spiele mit recht bekannten toxischen Communities, wie zum Beispiel League of Legends. Und bei meiner Aufnahme habe ich auch ein paar gute toxische Momente eingefangen. Jedoch sind diese relativ wenig. So mixe ich ein bisschen normales Gameplay rein, wo nichts Besonderes passiert, um die Leere im Video zu füllen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht wirklich die Competitive Person. Ich bin kein großer Fan von Speedrunning und 100% durchspielen habe ich nur bei bestimmten Spielen gemacht. Der einzige Grund, warum ich überhaupt am Ranking von Overwatch teilgenommen habe, ist, weil ich ganz gerne den goldenen Haken haben wollte. Ebenso ein paar andere goldene Waffen waren auch schön. So yeah, ich bin nicht gerade der Beste in diesem Spiel. Besonders da ich es eine Zeit lang nicht mehr gespielt habe, so kommt es hin und wieder mal vor, dass ich von eines dieser Personen verbal angegriffen werde. Es gibt unterschiedliche Arten von toxischen Leuten. Die häufigsten, die mir bekannt sind, sind Leute, die mitten im Gefecht das Spiel verlassen, Leute, die dich beleidigen, wenn du sie mehrmals tötest, und Leute, die dich beleidigen, wenn du auch nur einen Fehler machst oder sie für eine Millisekunde nicht heilst. Und auch wenn du sie überall treffen kannst, sogar in Casual Quick Play, scheint es so, als würde man diese Leute am meisten im Silber treffen. Genau dort, wo ich mich gerade befinde. Warum dies ist, weiß ich nicht. Ich schätze mal, Blizzard hat extra diesen Platz für alle Spiele reserviert, die diesen "Warum bin ich ständig mit Vollidioten in einem Team?" Mentalität haben. Wenn es um die Beleidigung geht, nun, für mich ist es schon so häufig vorgekommen, dass es mich schon längst nicht mehr ausmacht. Mich die ganze Zeit ein Stück Scheiße zu nennen und mir die ganze Schuld zu geben, wird auch sicherlich uns den Sieg bringen. Ist klar. Doch andere Leute nehmen diese Aussagen vielleicht zu ernst und verlieren ihre Motivation, das Spiel weiterzuspielen. Oder sie werden selber toxisch. So, den Tipp, den ich geben kann, ist es entweder zu ignorieren, oder wenn du dich wirklich mutig fühlst, erwidere Gift mit Gift. Natürlich würde ich sowas nur empfehlen, wenn man weiß, wie man ihren Wundpunkt angreifen kann. Doch wenn es dann klappt, nun, jemanden seine eigene Medizin schlucken zu lassen, fühlt sich immer gut an. Was auch Spaß macht, ist es dabei zuzuschauen, wie zwei toxische Personen sich gegenseitig beleidigen. Persönlich gesehen ist dies eines der besten Dinge, die in einem Online-Match passieren können. Hol dir dein Popcorn und sieh dir das Beleidigungsmatch deines Lebens an. Dies ist der einzige Grund, warum ich manchmal Ranking spiele. Jedenfalls, das war's auch schon. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.